So, liebe Leute, der Super Samstag. Es ist der, ich muss gerade mal gucken, es ist der 31.8. Der 31.8. Dann habe ich aber bei der anderen Partie, glaube ich, was Falsches gesagt, nämlich 24.8. War mein Fehler. Also, 31. August, meine Lieben. Schalke gegen Bayer 04 Leverkusen. Die einen Hü, die anderen Hot. Ja, was ist mit Schalke denn bitte los? Also, man spricht ja mal ganz, ganz schnell von Krisen. Aber ich glaube, bei Schalke ist es jetzt zum Saisonstart dann wirklich mal amtlich. Das war ein Fehlstart par excellence. Also schlimmer geht's nimmer, muss man ganz klar sagen. Leverkusen hingegen mit 9 Punkten nach 3 Spielen auf Tabellenplatz 2. Solange halt die Bayern und Dortmund noch nicht gespielt haben. Ne? Je nachdem, wie sie spielen. Gucken wir mal. Aber wie gesagt, 3 Punkte nach 3 Spielen. Für Leverkusen läuft es nach Plan mit dem neuen Samson-Sturm, den sie am Start haben. Inklusive natürlich Gießling, der immer brandgefährlich ist. Und bei Schalke gar nicht. Ich weiß leider noch nicht, wie sie unter der Woche gespielt haben gegen Saloniki. Da haben sie ja zu Hause nur 1:1 gespielt und fanden ihre Leistung ja gut. Dann haben sie am Wochenende wieder auf die Fresse gekriegt von Hannover. Da lief es dann natürlich dann gar nicht gut. Ja, ganz klar, wenn du als Champions-League-Aspirant gegen Hannover nur 2:1 spielst, ist zu wenig. Nicht so, wenn es gerade so lief wie zuletzt. Ne, das ist dann zu wenig. Die große Frage ist, wo fehlt's bei Schalke? Gut, ein Huntela ist nach wie vor verletzt. Sie haben so viele Verletzungen, dass ich fast gar keine Mannschaft zusammengekriegt habe. Hoffen wir mal, dass es so klappt. Und wir gucken noch ein bisschen mal auf Leverkusen hier. Ich lasse heute mal wieder schön ein wenig die KI hier alles simulieren. Mal gucken, was die KI von FIFA 13 uns hier rausschmeißt für ein Ergebnis. Für den 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga, dem absoluten Samstagabend-Topspiel, 18.30 Uhr, 31. August. Schalke 04 auf Schalke gegen die Nachbarn von Leverkusen. Also, los geht's. Gucken wir doch mal. Also, Clement schon mal gleich am Ball hier. Und es ist Jones. Schalai. Der wollte ja auch schon längst ein paar Tore gemacht haben für Schalke. Und für den Spieler, der 8 Millionen gekostet hat, ne, bisher doch relativ magere Ausbeute. Das ist ein bisschen wenig, was bisher gelaufen ist. Draxler. Und Jones, Staphylidis und Bender. Über Castro in den Sturm zu Kießling. Unten läuft auch schon Son sich frei, der bei mir leider die 40 hat statt die 7. Son, das ist Kießling mit dem ersten Ball hier auf Hildebrand. Oh, das ist nicht schlecht, das war nicht schlecht. Gute Aktion. Ich habe jetzt heute bei dieser Partie einmal den Legendenmodus als Schwierigkeitsgrad gewählt. Und hoffe mal, dass hier ein bisschen besser läuft als zuletzt. Ein bisschen mehr Szenen zu sehen sind. Son. Holming-Son, der wohl alles richtig gemacht hat mit seinem Wechsel zu Leverkusen. Bender, Kießling, Staphylidis, Bender zurückgelegt auf Reinhardt. Das ist Castro. Castro, Holming-Son und kriegt den Ball geklaut von Santana. Ich weiß gar nicht, ob Santana überhaupt fit ist. Wie gesagt, ich hatte bei meinem Kader, der übrig geblieben ist. Es ist ganz, ganz schwer, Leute einzuwechseln, weil Hövedes fehlt ja wegen einer roten Karte. Und da gab es nochmal Gelb-Rot für Fuchs, glaube ich. Somit fehlt er auch. Aber jetzt Schalke über Clemens Leno. Gute Parade, aber auch gute Chance für Schalke hier. Zu Hause vor heimischem Publikum. Stark, Clemens. Schalai. Goretzka ist mit drin. Und Spahik zurück auf Leno. Das geht richtig zügig hier. Das macht Spaß zuzuschauen. Gucken wir mal. Bender. Reinhardt. Über Sam, Sidney Sam. Der schon sehr gut harmoniert mit Holming-Son. Da wächst richtig was Gutes zusammen. Zwei sehr, sehr starke Flügelakteure. Und er bewirbt sich ja noch, um mit zu WM 2014 zu fahren. Aber ich denke mal, da wird ein Sidney Sam es nicht leicht haben bei der Konkurrenz, die es auf seiner Position gibt. Also, er kann ja eigentlich beide Positionen gut spielen, rechts sowie aber auch links auf dem Flügel. Aber da wissen wir, da gibt es in Deutschland eine ganze Menge Alternativspieler. Und mit Schürrle, Podolski und Müller nur mal ein paar wenige zu nennen, das wird nicht einfach. Aber gut, die Saison ist noch lang. Es ist ja auch, diese ganze Saison steht ja auch so ein bisschen im Schatten von der WM. Viele Mannschaften, viele Teams wollen sich eben etablieren. Nicht zuletzt auch die Spieler wollen sich etablieren, um mit ihren jeweiligen Nationalmannschaften eine entscheidende Rolle zu spielen, wenn sich eben die Nationalmannschaft für die Endrunde der WM qualifiziert, eben dann mitzufliegen nach Brasilien. Pucki gegen Toprak. Toprak bleibt Sieger. Halbe Stunde haben wir bald rum. Bisher
macht das Leverkusen stabil hinten, aber versucht dann jetzt hier mit hohen, langen Bällen das Mittelfeld von Schalke zu überbrücken. Ich denke mal, das Spiel hier wird auch so ein bisschen von dem Spiel, was unter der Woche laufen wird, gegen Saloniki, PAOK Saloniki, getragen, was Schalke angeht. Je nachdem, wie sie da spielen, werden sie sich hier auch geben. Puki jetzt mit der Möglichkeit nochmal rüber auf Santana. Und in der Mitte wäre Platz gewesen. Aber Wollscheid klärt vorher. Und da haben wir Reinhardt. Legt auf für Bender. Der Ball geht lang und weit zu Heuming-Son. Aber der ist zu klein, um sich den jetzt hier im Zweikampf in der Luft zu erobern. Puki. Und Spahik über Castro. Bender, Draxler. Sieht man viel zu wenig. Blieb bisher auch vollkommen hinter seinen Erwartungen für diese Saison. Reinhardt. Heuming-Son. Das ist Kießling. In die Mitte will er passen. Schafft es auch so. Sam, Bender. Toll in den Lauf von Castro, aber es reicht nicht ganz. Bleiben dann doch in der Defensive hängen. Pucki. Nochmal jetzt über Hoogland. Auf dem Flügel fehlt jetzt der verletzte Fafan, der sich einer Verletzung zugezogen hat im Hinspiel der Europa League Qualifikation gegen PAOK Saloniki. Ihr werdet es verfolgt haben, diesen. Na gut, vom Foul kann man da wirklich nicht sprechen, eigentlich, meines Erachtens. Unglückliche Situation. Clemens. Nochmal rüber. Und aus. Einwurf für Leverkusen. Ja. Wenig zwingende Chancen, wie wir jetzt gesehen haben. Da bleibt schon fast ein bisschen zu hoffen, dass in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr Dampf reinkommt. Schalke müsste das Spiel machen. Sie liegen momentan mit nur einem einzigen Punkt auf dem Tabellenplatz 14. Stand Ende dritter Spieltag. Und dabei sind die beiden Sonntagsspiele noch gar nicht inbegriffen. Kießling jetzt. Kießling ist gut durch. Heuming-Son ist durch. Jetzt wird gefährlich nochmal für Schalke hier vor der Halbzeit. Son im Dribbling. Rüber auf Kießling. Und der verzieht dann aber doch deutlich links am Kasten vorbei. Er wollte das lange Eck zirkeln. Aber reicht nicht ganz. Nochmal Riesenmöglichkeit für Leverkusen hier kurz vor der Halbzeit. Oh, auf 1:0 zu erhöhen. Aber bisher bleibt es dann doch beim 0:0. Die Chancen haben wir gesehen. Da waren wenig hundertprozentige dabei. Hier die war gut von Schalke. Und natürlich dann die zuvor gesehene in der Schlussminute der ersten Halbzeit. Gehen wir rein in die zweiten 45 Minuten, liebe Leute. Wir machen gleich weiter. Also, Vollgas. Ist auch mal ganz interessant, die Prognosen so direkt zu kommentieren. Oh, Möglichkeit. Machen wir es gerade mal zu Ende. Mal schauen, was passiert. Kießling kriegt den Ball sogar noch ins Zentrum rein. Nur ist keiner da wirklich schlau mitgelaufen, sondern nur parallel und ein bisschen zu weit weg. Somit gut geklärt. Das ist Castro. Jetzt werden sie ein bisschen offensiver hier. Leverkusen! Starke Möglichkeit. Kießling lenkt den Ball nochmal ab. Da hat nicht viel gefehlt. Sam hatte sich da gut davon gestohlen. Und der Ball von Castro kam wirklich punktgenau bei ihm an. Schade. Das wäre stark geworden. Son. Rüber auf Castro. Das ist Reinhardt. Kein Abseits von Spahik. Und wieder. Neustädter klärt. Sam nochmal vielleicht im Nachsetzen. Schafft es nicht ganz. Wollscheid muss jetzt hier klären. Macht das nicht sauber genug. Das ist Draxler. Kontermöglichkeit jetzt für die Schalker über Schalai. Schalai geht und er wird gezogen und gezerrt. Und das ist Pucki. Und er verliert den Ball dann. Ach, das ist ein bisschen zu wenig. Das ist zu wenig. Und das ist Sam. Sydney Sam. Toll in den Lauf von Kießling. Jetzt geht es hier munter hin und her. Von einer Hälfte zur anderen. Von einem Strafraum zum nächsten. Son nochmal aufgelegt. Er hätte auch selber ein bisschen uneigennütziger spielen sollen. Und dann wäre es vielleicht doch gefährlicher geworden. Für das Schalker Tor. Reinhardt nochmal weit auf Kießling wieder mit dem Kopf, aber wird dann doch da entscheidend gestört. Nochmal Reinhardt jetzt, er hat freie Bahn, das ist Kießling. Legt sich den Ball irgendwie zurecht, da nochmal zurück und dann, ihr seht schon, es ist zu umständlich, was beide Mannschaften spielen, aber jetzt hier ist in der zweiten Halbzeit ist wesentlich mehr Pfiff drin. Wesentlich mehr Strafraumzähnen, sowohl bei Schalke, aber vielleicht auch jetzt bei Leverkusen. Da wird gezogen und gezerrt, dann hält er ihn fest. Da gibt es einen Freistoß jetzt für Schalke. Vielleicht sogar für Julian Draxler, aber Netter geht raus. Clemens kommt. Da bin ich mal gespannt. Wer macht denn den Freistoß? Das ist Santana. Und das ist Spike, der den Ball dann erstmal, der Neuzugang, aus dem 16er befördert. Jones, Jermaine Jones. Und Goretzka. Fehlpass.
Kiesling wieder. Weit zurückgerückt jetzt hier. Wie gesagt, holt sich den Ball in der eigenen Hälfte ab. Und das ist natürlich zu wenig. Sollte vielleicht ein Pass für Son werden. Aber gut. Da sollten wir nicht spekulieren. Fällt unter Befreiungsschlag. Matip. Draxler. Schalke kommt jetzt hier besser ins Spiel. Goretzka. Leon Goretzka, toller Pass auf Pucki und Pucki erneut, also dass sich das natürlich der Keller jetzt schon über eine Stunde anguckt, verwunderlich. Pucki für mich so der Fehlerquell in diesem Spiel, in dem Aufbauspiel von Schalke, aber auch in der Chanceverwertung und dann natürlich die Spitzenpässe vorne in der Zentrale, kriegt er gar nicht zustande. Jetzt nochmal, toller Ball, kommt er da ran? Nee, nicht ganz, doch ein Stückchen zu weit, kann es nicht erlaufen. Jetzt kommt Anan für Goretzka und Rolf ist hier rein. Das kann ich auch nicht verstehen. Goretzka hat mir ganz gut gefallen, dass da Pucki im Spiel bleibt. Das ist für mich eigentlich so das Mysterium. Das sollte mir mal einer erklären, aber ja. Wir sind ja bloß Zuschauer und nicht Cheftrainer. Da wird der Keller sich sicherlich dabei was gedacht haben, warum er denn eben ihn einwechselt. Oder auswechselt, je nachdem. Anan. Vanetta. Aber wohin mit dem Ball? Hoogland. In die Zentrale, zu Jones, nochmal schönes Direktpassspiel, Pucki wieder rübergelegt, das ist Draxler, bringt den Ball hoch, aber dann ja, müssen wir mal mehr vors Tor ziehen, jetzt nochmal Holmingsson, will wieder Kiesling schicken, der erobert sich den Ball, aber wird dann doch gestoppt, so ganz fair sah das für mich nicht aus, wie Kiesling da vom Ball getrennt worden ist, oder besser gesagt von dem Gleichgewicht getrennt worden ist. Anan, Pucki, und das ist Panetta, wieder in die Zentrale und wieder ist die Chance vertan. Kiesling nochmal jetzt auf den Flügel. Sidney Sam. Und dann geht der Ball jetzt zentral und das ist Matip. Das reicht nicht. Hoogland. Ah, oh, Bender. Jetzt wird es ja kreuz und quer. Jetzt geht es hier nochmal gefährlich. Stafilidis. Rüber zu Son. Holmingsson. Ah, Castro. Ah, Missverständnis zwischen Kiesling und Castro. Er wollte eigentlich in die Mitte reinziehen. Reicht hier nicht ganz. Anan. Und Jones. Jermaine Jones. Castro jetzt nochmal vielleicht. Wieder Fehlpass. Hoogland. Sofort da. Pass gut auf jetzt. Beide Mannschaften eigentlich jetzt auf Augenhöhe. Also ein Lucky Punch würde dem Spiel gut tun, glaube ich. Toprak. Ömer Toprak. Das ist Anan. Vielleicht nochmal so in den letzten Atemzügen der Partie. Pucki da, kommt nicht ran. Reicht nicht. Nochmal Einwechslung hier. Hegeler jetzt für Castro. 87. Minute. Vielleicht geht noch was. In den letzten 2-3 Minuten plus Nachspielzeit vielleicht 5. Sam. Und Stafelidis. Pucki. Schalai. Und Panetta. Jones, Jermaine Jones. Es ist zu wenig. Es ist einfach zu wenig. Aber von beiden Mannschaften, muss ich ganz klar sagen, fehlten heute die hundertprozentigen Tormöglichkeiten. Das ist dann so in der Gesamtheit auch einfach zu wenig, was da gespielt wird. Muss man jetzt nochmal vielleicht, nee. Jones nochmal, legt den Ball nochmal auf. Oh nein, das ist nochmal Jones und nochmal quer und nochmal rüber. Draxler jetzt will abziehen, aber wird auch gestoppt. Das scheint hier eine Nullnummer zu werden und zu bleiben. So ist es auch. Beide Mannschaften trennen sich unentschieden. Leider haben wir gar keine Tore gesehen. Schade, dass hier nichts zustande kam. Also 0-0 oder die Prognose auf der Partie. Je nachdem muss man ganz klar abwarten, wie es gegen Saloniki steht. Aber ich denke mal, auch Schalke muss jetzt eigentlich auch ein Zeichen setzen. Deswegen geht ein Unentschieden hier eigentlich schon ganz in Ordnung. Bin mal gespannt, wie es ausgeht. Also der Tipp von unserer FIFA 13 Prognose. Unentschieden zwischen Schalke und Leverkusen. Bis dann. Ciao, ciao.